Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Klimagipfel in Paris hat nicht nur das Ziel bekräftigt, die Erderwärmung auf 2% gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sondern das Ziel sogar noch mal ambitionierter ausgestaltet. Jetzt wird von 1,5 Grad gesprochen. Und alleine um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssten 80% der heute bekannten fossilen Lagerstätten für Kohle, Öl und Gas in der Erde bleiben. Gegenwärtig passiert allerdings das genaue Gegenteil. Die großen Energiekonzerne, die internationalen Konzerne versuchen immer mehr, Lagerstätten zu erschließen, immer neue Lagerstätten zu entdecken. Und das heißt nichts anderes, als sie damit versuchen, indem sie sagen, wir haben so und so viele Lagerstätten zur Verfügung an fossilen Energien, dass sie ihren Aktienwert, ihren Börsenwert steigern. Das ist völlig diametral all dem, was auf diesen internationalen Klimagipfeln vereinbart wird. Und deshalb gibt es auch eine internationale Bewegung des Divestment, die sagt, wir müssen raus aus diesen Anlagen, wir müssen raus aus Investitionen, aus Aktien, aus Fonds, die diese internationalen Konzerne bei der Ausbeutung der fossilen Energien und der Vorräte von fossilen Energien begünstigen und unterstützen. Meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, dass Berlin sich an dieser internationalen Bewegung beteiligen soll, sich den Städten, den Institutionen, die sich hier schon für Divestment entschieden haben, anschließen sollte. Das hat einen gewissen symbolischen Wert. Wir haben schon darüber gesprochen, schon erwähnt worden. Wir reden im Moment über ca. 10 Millionen, die in fossile Energien oder in fossile Unternehmen investiert sind. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Signal aus der deutschen Hauptstadt, hier zu sagen, wir investieren nicht mehr in diese Bereiche und wir sollten eine Stadt wie Münster nicht alleine lassen, sondern an dieser Stelle sagen, Berlin nimmt hier seine Verantwortung wahr und proklamiert nicht nur den Kohleausstieg, sondern macht auch das, was es konkret tun kann und setzt dieses Zeichen hier aus diesen Investitionen rausgehen. Das ist schon angesprochen worden. Das ist auch durchaus ökonomisch sinnvoll, weil diese Anlagen in Unternehmen, die ihr wesentliches Geschäft oder ein wichtiges Geschäft im Bereich der fossilen Energien betreiben, dass diese Anlagen durchaus risikobehaftet sind. Wenn man sich den Kursverfall der großen Energieunternehmen in Berlin von E.ON, von RWE anguckt, wo mittlerweile Leute aus der Branche sagen, wir werden die wahrscheinlich demnächst irgendwann staatlich retten müssen, dann ist völlig klar, dass das keine sinnvolle Anlagestrategie für die Zukunft ist. Und deshalb sagen auch wir, es ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch geboten, aus diesen Investitionen auszusteigen. Ich bin dafür, dass man im Hauptausschuss genau diskutiert, in welchen Fristen das geschehen kann, wie diese Anlagestrategie gegenwärtig aussieht, inwieweit hier vertragliche Bindungen existieren. Aber deshalb haben wir auch klar formuliert, dass wir hier schnellstmöglich aussteigen wollen. Und wenn man sich mal ansieht, was die Stadt Münster diskutiert hat, die hat das Thema sehr genau untersucht und hat festgestellt, dass man durchaus rentabel und sicher aus den fossilen Anlagen aussteigen kann und ökologisch sinnvoll investieren kann mit stabilen Renditen und damit nachhaltig auch was für die Ökologie tun kann. Deshalb schlagen wir vor, dass das Parlament der Enquetekommission folgt und nicht nur eine Empfehlung hier zur Kenntnis nimmt, sondern aus dieser Empfehlung auch durch Beschlüsse Konsequenzen zieht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.